Persönlich kompetent und innovativ. Hypovereinsbank Wealth Management und Audi. Vorsprung durch Technik. Präsentieren Ihnen Motivation Deutschland. Zuschauer, einen schönen guten Abend. Hier live quasi von den Medientagen in München. Der Gastgeber ist heute Audi. Sie sehen es ja schon ein bisschen. Und ich habe heute einen ganz speziellen Gast, der also wirklich für Motivation Deutschland steht wie kein zweiter, aber vielleicht auch für Motivation Bayern, Alfons Schubeck. Servus. Servus, Servus. Alfons. Grüß dich. Servus. Alfons, du hörst dir schon am Applaus. Du bist bekannt wie ein bunter Hund. In München hast du gemeint. Nein, schon überall. Was spannend ist, du bist ja momentan wieder mit Palazzo unterwegs. Wie war denn die Idee? Wie kam denn Palazzo zustande? Das ist ja zwischenzeitlich eine Institution hier in München. Das ist ja unglaublich. Also es ist so, ich habe vor 15 Jahren mit Hans-Peter Wodertz am Roncalli-Platz, den gibt es jetzt nicht mehr, haben wir begonnen. Der Bernhard Paul, der Wodertz und ich haben mal jeder 3,5 Bier getrunken. Ja. Und dann haben wir irgendwann diese Idee geboren. Ja. Ich habe natürlich die Drecksarbeit gehabt, ich habe kochen dürfen. Der Bernhard Paul, der hat die Künstler besorgt und der Wodertz, der hat so den Zirkusdirektor gemacht. Mhm. Und das ist wahnsinnig gut angekommen. Dann ist das 2 Jahre in München gelaufen und dann sind die alle auf Wanderschaft gegangen. Ich konnte das ja gar nicht machen. Und dann haben sich so kleine Palazzos überall herauskristallisiert, die aber, jetzt sage ich mal, nicht recht erfolgreich waren. Mhm. Und jetzt gibt es ja 2 Firmen. Das eine ist Baiazzo, das ist der Witzigmann, und das andere ist Palazzo. Also da in München mache ich, sonst sind die ja bundesweit auch noch unterwegs. Mhm. Und ich bin selber ganz überrascht, dass beide so gut laufen. Mhm. Und mich freut es auch, dass beide voll sind. Naja. Und es ist ja zwischenzeitlich, also nach der Wiesn geht das schon los, zum so Palazzo-Zeit. Die München gehen ja gern hin, das ist also sind Artisten, das ist Gaudi, es ist rundum. Und dann natürlich deine Küche. Du bist ja ein Spitzenkoch. Ja, zumindest wenn ich immer so Fernsehen schaue, schlagst du immer auf dein Gesicht. Im Fernsehen ist leichter, da brauchst du es nicht probieren. Nein, aber ich meine, ich weiß ja, ich war ja schon bei dir. Du machst es also wirklich fantastisch. Du hast einfach so ein bisschen Anschwitzen und ein bisschen so. Also wie wichtig ist denn, sagen wir mal, neben deinem Kochen also mal die Moderation, die du dann um das Gemüse legst, ums Filet legst, ums Händel legst. Also da bist du ja sensationell gut drauf. Na, sagen wir mal, du musst einen Stil haben. Ich habe mich für das Regionale damals entschieden. Mhm. Habe die regionale Küche eigentlich, sagen wir, diese, wo man sagt, bayerisch, kochen sie bayerisch, sagen wir, um Gottes Willen, haben sie einen Rausch im Gesicht und einen Knädel unterm Arm und so. Also das habe ich, da bin ich so narrisch geworden, wir sind ja keine Volldeppen. Nicht, ja. Die sind ja froh sein, wenn sie unsere Sprache hören dürfen. Ja, genau. Verstehst du? Also, du musst stolz, wenn man ein bisschen Dialekt spricht. So ist es. Hochdeutsch kann ja bald jeder Depp. Ja, aber bayerisch, so richtig bayerisch, traut sich ja gar keiner mehr. Die Hosenscheiße, da meinen sie, dass beim Vorstellungsgespräch schon durchfallen. Ja, genau. Da haben sie gleich 5 Punkte mehr. Verstehst du? Ja, klar. Und dann ist auch wichtig, dass du das, was du präsentierst, dass du auch dazu stehst. Das lernen vielleicht viele Leute nicht, egal ob es zum Essen ist, du musst zu dem stehen, du musst halt den Gast damit begeistern und ihm nicht einreden, dass es gut ist, das merkt er ja selber, aber dass du auch im Restaurant draußen bist, dass du hinter den Kulissen bist, dass du mit deiner Mannschaft gut kannst. Und das sind so Dinge, die sind einfach wichtig. Nicht nur Kocher, das Kochen ist das eine, sondern mal dieses Produkt sehr wertig auf den Teller zu bringen. Aber dann genauso respektvoll bis zum Ende das durchzuführen, das ist wieder was anderes. Das kannst du nur, wenn du das gern machst. Ja. Wenn wir mal so ein bisschen dein Leben Revue passieren lassen, du bist ja schon einer, der von ganz unten gekommen ist. Du warst früher unterwegs, London, Paris, hast überall gelernt, hast da überall so ein bisschen hingeschaut, hast überall mitgearbeitet. Du arbeitest gern. Ja? Und ich meine, wie ist es jetzt, wenn du mal schaust, wo steht denn jetzt, sagen wir mal, die bayerische Küche, wenn man mal schaut jetzt mit deiner Lebenserfahrung, wenn du jetzt sagst, hier, was du jetzt so immer wieder uns im Fernsehen zeigst, und ich bin der Meinung, du bist wirklich, was die Kochsendung betrifft, bist du einfach mega gut. Und wo steht denn so die bayerische Küche momentan? Also sagen wir es einmal so, durch diese ganze Bewegung der letzten 30, 40 Jahre, wo es den Namen Nouvelle Cuisine gegeben hat, den ja bis heute noch keiner richtig verstanden hat, zur richtigen Zeit das richtige Produkt auf den Tisch zu bringen, das ist eigentlich Bayern, ja? Die Jahreszeiten wieder einfließen zu lassen, die Dinge dann zu machen, wenn sie am besten schmecken und wenn sie auch für den Geldbeutel sagen wir mal, am wertvollsten sind, weil dann kann man es einfach
leisten. Was muss ich den Waldbeeren im Winter essen? Das machen ja nur die ganz die Bläden, wenn es ihnen gar nichts mehr einfällt. Aber dass man mal Birnen einweckt mit ein bisschen Chili, mit ein bisschen Ingwer, mit ein bisschen Vanille. Oder dass man den Kürbis, den isst man ja rauf und runter, der wird ja schon schwindelig verlaut, der Kürbis. Aber als Brotzeit, wenn er eingeweckt ist, so süß sauer, so ein bisschen ein Kasserl dazu und ein bisschen Schinken, dann schmeckt es. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Und ich finde, dass wir, je mehr man sich fokussiert auf sich, sagen wir mal, auf das Regionale, umso wertvoller bin ich weltweit. Ja. Denn wenn er heute einer in München ist, dann will er sicher kein Hummer und kein Gänseleber essen. Ja. Denn wenn er in München ist, dann möchte er mal schauen, was gibt es denn da in Bayern. Ja? Und irgendwo ist ja München auch Bayern. Ne? Das, also wenn jetzt die Franken auch schimpfen, aber es tut mir leid. Ja. Verstehst du, wir sind wir und wir schreiben uns zwar uns, aber trotzdem wissen wir, was wir wollen. Und es macht schon Spaß und deswegen das muss man das verkörpern. Und wenn man heute, so es gibt ja in Spanien Köche, die jetzt so Hustengurtel machen, da ist ein Schweinsbein und ein Knädelkreid drin und die Rechnung liegt auch noch drin im Hustengurtel. Das ist zwar schön, ja, wenn man so mit Stickstoff arbeitet, das macht die Industrie schon seit 80 Jahren, aber wenn du selber dazu nicht stehst, dann lass es bleiben. Ja. Und ich finde, da können wir auf dem Mars rauf und runter fliegen. Wahrscheinlich fliegen wir es eh in einem Tag in Kürze. Aber dann freust du dich auch auf ein gescheites Essen. Ja. Das muss jetzt nicht ein Schweinsbraten mit vier Knädel sein, aber das kann doch eine richtige sonnige Küche. Das, was ich mit der bayerischen Küche mache, ich mache sie sehr sonnig. Ich nehme ein bisschen dieses Schwere raus, dieses zu heiße, damit das Fett aus dem Fleisch rausgeht, damit es in der Soße drin ist. Lass doch im Fleisch drin. Ja. Das ist ein Geschmacksträger, wenn du ihn willst. Du musst ihn nicht mitessen. Ja? Und einfach die Produkte leben lassen, sie respektvoll behandeln, dass die Vitamine drin bleiben, die Mineralstoffe, nicht alles zusammenkochen. Früher hat man alles gekocht, wie der Weltmeister, danach hast du den Küchenvorhang ausgewaschen, dann hast du die Vitamine wieder gehabt, verstehst du? Aber das brauchst du doch nicht. Also heute haben wir eine ganz andere Kochtechnik und eine ganz andere Denke, was das Essen angeht. Und diese hysterischen Borndelkramer, die überhaupt nichts drauf haben, verstehst du? Also nicht vorne und nichts hinten, das wollen wir Männer doch gar nicht bei Frauen. Wir wollen ja ein bisschen was, wo sie was rührt. Zumindest von der Weiten muss sehen, da ist eine leichte Schwellung da oder sonst was. Ja. Also das ist doch erotisch. Also diese Weiber, die gar nichts drauf haben, die sind doch krank, die haben doch einen Fehler. Ja. Also die sind ja so nicht geboren. Der Mensch ist ja geboren, dass er ein bisschen wohin langen darf, hin und wieder. Ne? Alfons, du bist ja überall unterwegs gewesen. Mit dem FC Bayern bist du rumgegangen, du bist bei Audi, du bist überall unterwegs. Wie verändert sich denn aus deiner Sicht jetzt nicht nur die Küche, sondern auch die Menschen? Ich meine, du hast ja die Schickimicki erlebt, du hast alles erlebt. Ich meine, was ist denn heute? Ist da eher die Stadi-Gesellschaft in München oder ist es eher wieder, dass da sich was zusammenbraut oder ist es eher die IQ-Gesellschaft? Weil wenn du heute mal schaust, es gibt da so 1000 Stiftungen und der macht das und der macht das, aber du siehst immer die gleichen Leute und immer die gleichen Gläser in der Hand. Also, die auch dabei ist. Ja. Also manchmal frage ich mich, wie also ein Vogel auf gewisse Einladungen kommt. Ja. Schlupft der hinten rein oder wartet der bei der Nacht schon oder lässt sich die einsperren? Ja. Es ist unglaublich, was für Blindgänger manchmal auf Festl eingeladen sind. Aber dann gibt es auch unglaublich tolle Leute. Ja. Und die, sagen wir mal, Einladung hin, Einladung her, FC Bayern mal seit 16 Jahren. Ich mache es immer noch gerne, weil es immer wieder interessant ist. Man fiebert bei jedem Ergebnis mit. Aber ich finde, dass es das schon einen Schub nach oben gemacht hat. Ja. Und natürlich diese Meckerei, die Schimpferei sind ja immer die gleichen, die bündeln sich dann zusammen, weil sie allein nicht fähig sind, dass sie den Mund aufmachen, weil sie in die Hose scheißen auf Bayerisch. Ja. Sie haben keinen Mut, sie sind so Nullinger, so Luschen und da geht natürlich gar nichts weiter. Ich finde, man darf ruhig einmal anecken wo. Ja, also man muss nicht gleich das Haus einreißen, aber so ein bisschen anecken darf man schon und seine Meinung sagen. Mhm. Und wenn sie gepflegt vorgetragen ist, dann hören die Leute auch drauf. Mhm. Wenn es zu primitiv ist und zu geschert ist, dann hört da keiner zu. Und es gibt dann ganz einfach einen Spruch, sage mir, mit wem du umgehst. Und ich sage dir, wer du bist und so aus. Und das stimmt halt einmal. Alfons, lass uns mal ein bisschen über Bayern reden. Wir haben jetzt ein neues Kabinett, neue Regierung. Du bist ja auch eine Marke. Du bist ja auch irgendwo eine Vorzeigepersönlichkeit für Bayern. Wie kommst du denn jetzt mit dem neuen Ministerpräsidenten zurecht? Also mit dem Beckstein, das läuft gut, schon, oder? Gut, ich habe neulich erst gekocht für ihn. Also ganz muss ich nicht für dich irgendwie ein Wort teilen. Na, du brauchst jetzt keine Angst haben. Ja. Ich fräse mich da schon rein wieder. Aber musst du dann Frankenweine servieren? Oder? Nein, ich glaube nicht. Also ich finde sowieso diese Diskrepanz, dass wir in Bayern uns aufvierteln, wie die Bläden. Du bist der Frank, ich bin der Oberbayer, du bist der Niederbayer. Ist im Grunde doch ein Schwarm. Die Schwaben haben wir auch noch. Die haben wir auch noch, ja. Genau. Also, und wenn man gesamt, sagen wir mal, jede Region hat ja was Schönes.
und auch was Geschmackiges. Also ja. die Franken haben ja eine tolle Küche. Nicht? Und wir Oberbayern, wir legen da ein bisschen hinten. Ja. Weil wir waren ja die, wo man sagt, da ist ein Schweinshaxen und fünf Knädel und ein Sauerkraut und so weiter. Aber auch das, wenn es gut gemacht ist, das ist eine Weltsensation. Ja. Deswegen darf ich nicht das niedermachen. Und die Leute, die zu uns kommen, die essen das gerne. Nur wenn sie es natürlich so fettig auf den Teller geschmissen kriegen, dass da gleich alles umschwappt und dass der Knädel so groß ist wie ein, sagen wir mal, wie ein Fußball, dann macht es natürlich auch keinen Spaß. Mhm. Aber diese Dinge nett und klein gemacht, hat man richtig Appetit drauf. Ja. Wenn man jetzt so ein bisschen am Hofbräuhaus so vorbei flaniert, dann kommt ja Schubecktown. Also du hast ja da, okay. du hast ja da alles. Das hat er noch gar keiner gesagt. Das gehört ja alles dazu, da ist ja der Wahnsinn. Sag mal, dir gehört ja schon bald selber die Platz. Nein, also das ist eher so, als ich dieses Restaurant, Südtiroler Stuben, die muss ich ja Südtiroler Stuben, die mussten ja so bleiben, weil das Land Südtirol einen 30-jährigen Pachtvertrag hat. Aber du darfst es gerne, das magst du nicht so gerne. Nein, ich finde das, okay. Ich habe ein ganz tolles Verhältnis, ja? Also wahnsinnig. Also ich komme mit gut aus. Die haben ja Richtung Süden, Richtung Südtirol natürlich, die haben einen tollen Wein, also wir sind ja ein bisschen weinlastig mit den Südtirolern, also ich habe da ein gutes Verhältnis. Und dann war das weißt du besser wie ich, das Platzl war ja früher, sagen wir mal, das hat ein bisschen eine andere Hautfarbe gehabt, das war so leicht rötlich, um das nett auszudrücken. Und dann waren halt durch die Sanierung, die gemacht haben, da war ein Pelzmantel drin, der ist dann nicht mehr gegangen, oder so ein Geschäft drin, haben wir gedacht, was machst du jetzt da am Platzl? Dann war das Geschäft leer. Dann haben wir gedacht, am Platzl gibt es noch kein Eis. Jetzt habe ich vom Eis so viel Ahnung gehabt, wie du vielleicht von der Atombombe, gar keine. Und dann habe ich mir gedacht, da rufst du jetzt den Präsidenten, den italienischen Eismeister an und fragst ihn, ob er da helfen darf, dass ich ein gescheites Eis mache. Dann hat er gesagt, ich zeig dir das, aber genauso, wie es die Italiener vor 50 Jahren gemacht haben. Frische Sahne, frische Milch und eben Früchte. Ja? So, und das mache ich jetzt. Ohne Chemie, ohne Geschmacksverstärkung, ohne irgendwas drin. Und das kommt bei den Leuten gut an. Und dann ist wieder ein Geschäft frei geworden, da war so ein Bilderrahmen drin. Dann habe ich mir gedacht, bevor es ein anderer nimmt, was kann ich jetzt da tun? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich einen Gewürzladen. Der läuft ja super. Ja, jetzt warte noch. Daraufhin haben wir gesagt, jetzt fliege ich sofort nach New York, jetzt schaue ich mir an, ob ich da einen Gewürzladen finde. Dann bin ich nach New York geflogen, nach Rom, nach Paris. Ich war überall, gell? Kein Gewürzladen gefunden. Nichts habe ich gefunden, so wie ich meine. Dann habe ich den selber so zusammenbastelt und mir gedacht, wenn jetzt ich wo reingehe, dann möchte ich als Endverbraucher sehen, wie schaut denn das Gewürz aus, wie riecht es. Dann möchte ich es in einem Gefäß kaufen, wo es nicht ausraucht. Also habe ich in die Dose noch meinen Aromadeckel rein. Und wenn er dann das nachkauft, weil es ihm geschmeckt hat, dann gebe ich ihm eine Tüte, das ist ein bisschen billiger, und dann kann er es nachfüllen. Und genauso habe ich es gemacht. Und jetzt sind wir umgezogen, jetzt sind wir da hervorne, da wo früher der Kaschmir-Pullover war, das Kaschmir-Geschäft war, weil das hat auch aufgehört, weil es nicht so kalt ist in München, weil es halt auch schon sonniger ist. Und jetzt sind wir da drin, es läuft auch gut. Jetzt war der Lohn wieder leer, habe ich gedacht, zieh fünfmal, was mache ich denn da rein? Dann habe ich mir gedacht, bevor es einen anderen nimmt, mache ich einen Schokoladenladen. Jetzt darf ich nicht drüber nachdenken, hoffentlich läuft das Hofbräuhaus noch. Das Hofbräuhaus auch noch. Und jetzt habe ich natürlich das Orlando, jetzt kommt das Orlando wieder daher. Was kommt da? Ja, da mache ich so ein Bistro-Café, da möchte ich schon ein bisschen schauen. Alfons, das war ja früher ein riesen Anmachschuppen. Da ist Zugang. Da haben sie sogar einen Kimsey versenkt, die Hi-Fi betoniert. Da waren ja früher die Amerikaner, das war ja Wahnsinn. Aber so, das ist ein Netzlokal und das wird jetzt ein bisschen anders hergerichtet. Das heißt, das Innenleben bleibt natürlich. Und wir gingen von der Küche ein bisschen leichter rein, so ein bisschen so gegrillte Sachen. Aber machst du da nicht gegenüber Konkurrenz? Nein, ich mache es einfach so, dass man sagt, jetzt möchte ich eine halbe Stunde ein Glas Wein, ein bisschen Fisch gegrillt, ein bisschen Gemüse und einfach so nette, witzige Sachen. Und dann rüber zum Schuhberg und dann irgendwo, dann kommen deine ganzen Gäste. Nein, aber ich habe es dann ganz gut. 1,2 Promille nicht fahren wir raus. Nein, so ist es nicht. Das haben sie dann weiterfahren. Weil vorne ist Augustiner jetzt ganz groß, dann das Hofbräuhaus, dann der Eiger. Und die machen richtig regionale Küche. Und ich versuche das jetzt so ein bisschen so bayerisch, italienisch, so einen leichten französischen Hauch reinzubringen. Also bei uns ein bisschen Zweiwasser in Soßen. Jetzt muss ich mal fragen, was ist denn so deine Lebensphilosophie? Ich meine, du bist ja ständig kreativ, du hast eine Energie, aber was ist deine Lebensphilosophie? Ich meine, wo möchtest du hin? Ich meine, die Schubeck ist ja bereits eine Marke, wirklich, die kennen ja wirklich, jeder kennt die und jeder weiß, der Schubeck, das ist ein Hund, der geht noch weiter. Aber wo gehst du da hin? Was ist denn da so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich gebe einfach Gas. Ich habe die Bremse ausgebaut. Ich schalte es im Gang wieder runter. Aber was macht das? Was muss in dir was sein? Das ist ja spannend. Ist das, weil du bist ja jetzt nicht irgendwie, du bist ja kein Angeber oder irgendwie. Du stehst im Grunde immer bei deinen Lokalen in der Küche, kommst zwar raus, ja, sagst, das finde ich auch gut, wenn ich zu dir reingehe, dann kommst du rein und sagst, na, mir war es gut und die Kreditkarten in Ordnung? Nein, das sparen wir dann schon. Das ist ja, du stehst ja gar nicht jetzt in erster Linie vorne, sondern
du bist ja praktisch hinten und lieferst einfach. Also das weißt du besser wie ich, wenn man mit seiner Mannschaft nicht respektvoll umgeht, dann bleiben dir keine guten Leute. Ja. Und wie ich vor 4 Jahren angefangen habe, habe ich drei Leute angefangen, heute haben wir fast 130 oder 140 Angestellte, jetzt mit Palazzo sind es ein bisschen mehrer. Und es geht nur, wenn du die jungen Leute gut motivierst und nicht sich schimpfst und sagst, du bist zu blöd, du kannst es nicht, sondern du musst ihnen eher sagen, das hast du nicht einmal so schlecht gemacht. Aber ich tat dann ein bisschen das und das rein und dann funktioniert es. Wenn ich einen Menschen jeden Tag erniedrige beim Kochen, dann hat er irgendwann keine Lust mehr. Das gleiche gilt auch für die Leute im Service. Ich kann das auch Plädoyer und sagen, schau, wie du ausschaust mit deinem dicken Arsch wie Haflinger. Also dann ist es meine Aufgabe, die meine andere Hose anzuziehen, dass ich ein bisschen schlanker rauskomme. Ja, klar. Oder ein bisschen anders Westerl und dann passt es wieder. Ne? Ja, ja. Nein, ich versuche schon mit den Leuten, man ist nur mit seiner Mannschaft stark. In der Gastronomie, das ist kein Tennis, sondern das ist ein Mannschaftssport und wir alle haben den Erfolg, dass einer die Verantwortung übernimmt, dass einer vorne dran steht und dass ich jeden Tag 18, 19 Stunden arbeite, das ist jetzt wieder ganz was anderes. Und ich mache das gerne und wenn ich summiert ins Bett gehe, dass ich mir denke, mei, da gibt es Leute, die haben Schlafprobleme, das möchte ich die Arme haben, ja, dass ich noch denke, kann im Bett, ich voll rein pushen, weg bin. Ja. Und dann stehe ich wieder auf und dann bin ich ganz happy in der Früh und dann gehe ich dann über, denke ich mir, sind sie noch alle da? Ja. Weil das weißt du nie, bei Köchen, verstehst du, manchmal sind sie da, manchmal nicht. Ja. Aber und dann redet man die Speisekarte durch und dann schaut man, was für Produkte das man hat, dann gehe ich in die nächste Abteilung. Dann manchmal schimpfst du ein bisschen, dann lobst du es wieder und wie das halt so ist. Ne? Ja. Bist klar. Jetzt müssen wir vielleicht auch darüber sprechen, dein Adoptivvater ist kürzlich verstorben. Was hat das in dir assoziiert? Ja, mein, das ist immer so, wenn du jemanden gekannt hast, der sagen wir mal, was Unglaubliches geleistet hat für meine Begriffe, aus Null, da ein Imperium geschaffen. Er war ja beliebt hat. Ohne Ende. Ja, das war einfach, der hat halt auch ein Leben lang und hat immer so Visionen gehabt, die er dann umgesetzt hat. Wir sind ja da früher, dann sind wir nach Italien gefahren, haben uns wieder einen Park angeschaut, dann sind wir da hingefahren und das angeschaut. Und das hat er dann im Kleinen so umgesetzt. Ja, und das ist schon toll. Ich bin ja dann ein bisschen einen anderen Weg gegangen, nicht den Weg auf dem Campingplatz, sondern ich hab's über die Gastronomie gemacht. Das war aber nicht so, dass er mich nachgeht, oder? Also, ja, das also mich halt begeistert, wenn sich einer was in den Kopf setzt und das nicht so auf dem geraden Weg erreicht, aber vielleicht musst du mal ein bisschen ausbuchten, mal ein bisschen links und rechts, aber letztendlich steht es dann dort, was du willst. Ja. Und es war da für mich am Land auch schwer draußen, dass du immer jeden Tag 60, 70, 80, 100 Leute aufs Land rausziehst, die dann essen und dann müssen sie, jetzt sage ich mal, mit einem Glas Wein anfangen. Das ist nicht so einfach und dann schneit es, dann ist es glatt, dann wird es halt so ist, gell, dann ist es neblig. Und das ist, in München ist das ganz anders. In München habe ich einen ganz anderen Druck. Wenn du in München gut bist, ist dein Lokal voll. Schwächelst du, ist der Gast woanders. Also der tut da gar nicht lang rum. Und in München ist es auch so, dass der Gast jetzt nicht bleibt bis um 2, 3 und 4 in der Früh. Am Land, wo soll der noch hingehen? Und trinkt halt noch ein Glas. Sondern da geht er in eine Bar, nimmt irgendwann einen Absacker. Und in der Zeit, in die 3, 4 Stunden, wo er da ist, da musst du richtig Gas geben. Da musst du menscheln. Der muss einen Platz haben. Der muss mit seiner Freundin fusseln können. Da sagen, eigentlich mag ich die doch. Oder sagen können, jetzt hören wir endlich einmal auf mit dem Schmarrn. Und das muss nicht jeder gleich mithören. Und deswegen lieber einen Tisch weniger. Erstens bist du immer voll. Und dann zum anderen hast du eine andere Atmosphäre im Lokal. Aber trotzdem, die Leute kommen ja auch zu dir, weil sie sich im Grunde mit dir auch gerne mal irgendwo sehen lassen wollen. Du kommst raus, du sagst, wie geht's? Du bist ja irgendwie einer, der zum Urlanger ist. Ja? Du bist ja nicht jetzt jemand, der so arrogant ist oder der sagt, ja, ich bin da der Spitzenkoch, sondern du bist einfach so jemand, so wie du halt einfach bist. Das heißt, die Leute kommen auch zu dir und sagen, jetzt geh mal zum Schubeck und lass mich verwöhnen, oder? Ja, sagen wir mal, auf was sind wir was einbüten? Auf was? Heute oben, morgen unten. Das ganze Leben ist eine Wellenbewegung. Und wenn man jetzt ein bisschen was erreicht hat, dann ist er das musst du erst ein bisschen absichern. Das kann einmal ganz anders sein. Und deswegen musst du die Leute, die sich stützen, die das mit dir gemacht haben, die musst du gut behandeln, die musst du pflegen. Ich habe lauter junge Leute, also ich bin der Älteste im Betrieb, ich bin 58, aber die schnupfe ich alle, wenn es drauf ankommt. Nur, das kann ich ja doch nicht jeden Tag sagen, du junger Hupfer, so geht es doch nicht. Also muss ich sie einfach anständig behandeln und mit ihnen diesen Weg dann gehen und das, was wir erreicht haben, müssen wir absichern. Und schauen, dass wir noch einen drauflegen. Aber nicht jetzt so, morgen machen wir alles anders, sondern einfach das Erreichte zu sichern. Und schauen, dass du jeden Tag mit Freude und mit guter Qualität auf den Teller da reingehst. Ja. Das ist schon eine Leistung. Da musst du aber selber immer noch drauflegen. Alfens, was bist du für ein Mensch?
Ja, das frage ich mir. Was bist du für ein Mensch? Einfach also rede mal über den Alfons. Ich finde eigentlich, dass ich ein ganz netter bin, wenn er viele sagen, das ist ein Depp. Ja. Nein. Aber das macht mir auch nichts und mir macht auch der Neid nichts, weil das ist für mich ein Zeichen, dass ich nicht schlecht bin. Denn wenn die Leute nur immer sagen, das ist der höchste Bussi, ja. Also das ist ja nur Geschleime und dass die Kreissägen hinter mir laufen, dass ein paar sagen, das man macht ja schon wieder im Fernsehen, da schon wieder das, dann sollen sie doch den Job machen. Die sollen doch jeden Tag 18, 19 Stunden arbeiten und mit Freude ins Bett gehen. Ja. Ich habe mit 55 hab ich 30 Kilo zu viel gehabt. Gell? Dann habe ich gedacht, fix, wenn ich jetzt nicht weiter tue, dann kriege ich Zucker. Das war eigentlich mein größtes Problem. Übrigens, ich habe gerade ein Buch rausgebracht, zusammen mit Tommy Fuchsberger. 20 Millionen Deutsche werden in den nächsten 15 Jahren also Diabetes bekommen. Ja, 100%. Ja? Und ich möchte wetten, dass 10 Millionen schon haben. Ja. Und 8 Millionen haben sie in Deutschland. Ja, und das ist schon, das tickt einfach. Also dann haben wir gedacht, jetzt suche ich mir einen Trainer, zu dem gehe und jetzt gehe ich jede Nacht trainieren um 1 Uhr nachts, fahre ich nach Gilchingen aus. Da immer noch, oder? Partner. Ja, feierlich. Ja. Da lange mal her. Lange mal her, dass ich ein Erfolgserlebnis habe. Oh, Wahnsinn, der Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und das mache ich gerne. Warum, also nicht, warum nicht Trainerin? Nein, weil ich wollte trainieren. Okay. Und es ist so, ich muss ja, wenn ich den ganzen Tag für andere da bin, dann muss ich doch selber für mich auftanken und mir eine halbe Stunde am Tag geben, wo ich mich reinigen kann. Und mit dem Training, also ich, es gibt da die laufen gern, die gern Tennis spielen. Ja. Und mir ist es so ein Fitnessstudio, wo ich gezielt die Muskulatur trainieren kann, viel lieber. Denn ich möchte lieber, wenn ich mal 60 oder 65 bin, einen netten Körper haben, den man anschauen kann, so einen aufbladen, wo die Kniescheibe größer ist als wie der Oberschenkel. Das brauche ich nicht. Und ich sage, was, früher habe ich mal gut ausgeschaut. Ja. Da pfeife ich drauf früher. Genau. Ja. Jetzt machen wir kurz Werbung und sind wir gleich wieder drauf mit zwei. Schott. Liebe Zuschauer, wir sind gleich wieder drauf. Herr Wahnsinn. Talent und innovativ. Hypo-Vereinsbank Wealth Management und Audi. Vorsprung durch Technik. Präsentieren Ihnen Motivation Deutschland. Entschuldigung, welches Branchenbuch benutzen Sie? Ja, sag mal, sagt sie nicht, dass ich gerade bei der Arbeit bin? Keine Frage. Die Münchner ist das Branchenbuch für München. Übersichtlich, praktisch und weiß-blau. Sieht doch gleich besser aus. Mömax, endlich ein neues Möbelhaus. Die Need for Speed Community Parade. Am 24. November in deiner Stadt. Sei dabei, präsentiere dich und dein Fahrzeug zum Start des neuen Rennspiels Need for Speed Pro Street. Mehr Infos zur Teilnahme unter parade.needforspeed.de. Jetzt in München, Euro Industriepark. Persönlich kompetent und innovativ. Hypo-Vereinsbank Wealth Management und Audi. Vorsprung durch Technik. Präsentieren Ihnen Motivation Deutschland. Liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück hier von den Medientagen in München. Heute ist der Gastgeber Audi und hier sitzt er, der Alfons Schubeck. Alfons. Du hast ja eine solche Philosophie entwickelt mit Gewürzen. Also ich habe ja keine Ahnung vom Kochen, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich war ja bei dir mal, da hast du mir mal so ein Stündel das erzählt. Ich bin wahnsinnig geworden. Am liebsten hätte ich gesagt, Mensch, ich nehme nur noch die Gewürze vom Schubeck, da lebe ich wahrscheinlich 150 Jahre. Oder? Aber für das, dass du keine Ahnung hast, schaut es gut aus. Ja, genau. Du musst eine gute Frau haben. Anders ja, gibt's genau, das, nicht, stimmt. Das stimmt. Also sagen wir es mal so, was viele Leute nicht wissen, wenn es um Gesundheit geht. Gewürze sind mit Abstand von allen Lebensmitteln der höchste Radikalfänger. Tatsächlich. Ja? Und diese freien Radikalen sind mit dazu entscheidend, damit du irgendwann einmal das nicht hast, damit du was rausschnitten wird. Und damit gibt es diese Radikalfänger, die freien Radikale eben neutralisieren. Ja. Mhm. Und wer richtig würzt, der verlässt die Nahrung bis zu 30% schneller den Körper. Mhm. Das heißt, dieses Stoffwechselanregende, dieses Erwärmende, dieses Heilende, dieses, sagen wir mal, auch Ausgleichende, wenn du jetzt den Ingwer anschaust, der Ingwer ist für das Gleichgewicht des Körpers zuständig. Oh, ob du jetzt hier Entzündung am Ellenbogen hast oder im Magen- und Darmbereich, der hilft dir immer. Das ist nur eine Frage der Dosierung. Und wenn du Gewürze, zum Beispiel, wenn du Ingwer und Knoblauch zusammengibst, dann geht die Antioxidation Wirkung um 50% von beiden Gewürzen nach oben. Ja, wenn du die gelbe, sagen wir mal, die Gelbwurz nimmst, diese Shaolin-Mönche färben ihre Kutten mit Kurkuma. Gell?
Und der Kurkuma, der hat einen Stoff, der heißt Kurkumin. Und zurzeit laufen über 2000 Studien weltweit, weil dieses Kurkumin wahnsinnig gut ist bei Dünndarmkrebs und gegen Parkinson. Ja? Mhm. So, aber wenn du jetzt, der ist ja kaum resorbierbar. Mhm. Das haben die Ayurveden vor 3000 Jahren den Leuten schon bei Magen- und Darmentzündungen gegeben. Wenn du aber in der Schale des schwarzen Pfeffers ist ein Stoff, der heißt Piperin. Und wenn du schwarzen Pfeffer und Kurkuma zusammengibst, dann ist die Resorbierbarkeit um 2000% höher. Und damit ist er ein hoher Leberentgifter, ein hoher Blutfettsenker und ein hoher Cholesterinsenker. Mhm. Also da sieht man, dass die Gewürze in der Mischung stark sind. Mhm. Und wenn die Leute zum Beispiel pulverisierte Gewürze, wenn du die letzten 10 Minuten hier gibst, die sind ja schon aufgebrochen, die sind ja präsent, die warten ja schon ineinander zu, sagen wir mal, zu kriegen und miteinander stark zu sein. Aber wenn du sie verkochst, wenn es rausgeht, dann ist es nicht mehr drin. Mhm. Und ganze Gewürze, das sollte man so eine halbe Stunde mitziehen lassen. Mhm. Und wenn ein Essen gut schmeckt, dann ist es gut gewürzt. Weil ein Fleisch allein, das kaust halt und sagst, dann schluckst du so, wie du sagst, das war's halt. Mhm. Aber wenn du da ein bisschen was drauf produzierst, was sagst, Mensch, was hast du da drauf gegeben, was hast du jetzt reingegeben, dann hat das schon was. Gell? Mhm. Und das ist eigentlich eine Gefühlssache. Ja. Wenn man jetzt einfach mal schaut, du gibst ja Kochkurse, wo du selber wirklich dabei bist und wo Schubeck draufsteht, ist auch Schubeck drin, würde ich sagen. Und wie ist das jetzt, wenn du so über Gewürze sprichst? Das ist ja, wenn man jetzt mal in deine Läden reingeht, da gibt es ja x Gewürze. Ich meine, wenn jetzt eine Dame oder ein Herr da reinkommt, dann muss ja wissen, was kaufe ich jetzt da. Das kann man ja auch bei dir in deinen Kochkursen lernen. Ja, ich mache immer den Vortrag mit den Gewürzen oder sage die Leute, was wichtig ist. Wir sind drei, die da vortragen, aber mein Part ist halt immer, dass ich über die Gewürze was erzähle und die Leute ein bisschen Mut mache. Ja? Mhm. Weil viele sagen, warum, was soll ich denn nehmen und warum soll ich das nehmen? Ja? Ich habe meine Mischungen, mache ich ja alle selber, ohne Chemie, ohne Geschmacksverstärker, ohne Glutamat, ohne Säuremittel, da ist null drin. Und die sind auch 2 Jahre haltbar. Du musst nur erst die Wahl Gewürze nehmen, die mischen und anständig behandeln und dann geht's schon. Ne? Und das wollte ich eigentlich. Das ist so ein Part in Bayern, der mir aber ein bisschen gefällt hat. Kümmel, Majoran, Salz, Pfeffer und Petersilz. Das haben halt wir kennt früher, gell? Ja. Als ich es kochen gelernt habe, da vor 40 Jahren. Ja. Und die Welt hat sich so geöffnet, wenn man halt den Kardamom anschaut. Dann werden die Araber immer schon Kardamom im Kaffee rein. Mhm. Denn der Kardamom senkt die Magensäure leicht ab, kleidet die Magenschleimhaut aus und macht sie resistent, ob jetzt das Tein ist oder Koffein ist. Mhm. Die Schachspieler kauen auf Kardamomkapsel, damit haben sie eine hohe Durchblutung. Gell? Mhm. Und die Araber kauen auch auf den Kardamomkapsel, weil also geht der Zahnbelag weg, ja. Und das Zahnfleisch spannt sich richtig. Also es gibt Gewürze, die so tolle Funktionen haben, wenn man sie richtig einsetzt. Man nur das Problem ist, übertreiben, wenn jetzt einer sagt, jetzt tu mal 25 Kardamomkapseln her, weil nur weil das ein Potenzmittel ist und dann schwillt einem vielleicht der Ellerbongo. Das nützt ja nichts, verstehst du? Nützt ja nichts. Wirkung verfehlt. Ja? Also Gewürze ist etwas, wo man 3-mal am Tag oder 2-mal am Tag die Möglichkeit hat, sich zu entgiften, sagen wir mal, sich zu heilen und den Stoffwechsel voranzutreiben. Mhm. Und wenn die Nahrung 30% schneller den Körper verlässt, mhm. dann ist es ja was Positives. Mhm. Verstehst? Kein Stau, keine Entzündung, keine Verstopfung, nichts. Mhm. Und das ist heute halt wichtig. Und dann muss es halt auch noch schmecken. Mhm. Wenn es nicht schmeckt, dann pfeife ich auf die ganze Gesundheit. Mhm. Ja. Alfons, jetzt kommt ja so die starke Zeit, jetzt kommen schon die ersten Ganserln daher. Und jetzt man riecht schon. Da bist du ja auch mega gut, also was so Gans und Enten und so, das ist ja im Grunde deine Disziplin, kann man sagen. Ja. Wie macht man denn so eine gescheite Martini-Gans oder so eine Weihnachtsgans? Wie macht denn das der Alfons Schubeck? Also sagen wir mal, es ist so, gell? Wir sind ja zeitlich begrenzt. Wir haben schon noch Zeit. Also, Zeit. Also oder hast du nichts mehr zu erzählen? Nein, ich kann es auch allein weitermachen. Ja, das denke ich mir echt, du weißt es eh schon. Du kennst es eh schon. Dann bauen wir das als Motivationssendung raus. Genau. Also wichtig wäre, dass die Ente 2 Tage oder 3 Tage alt ist, damit geht das Fett ein bisschen zusammen. Und so wie es beim Reh ist, so wie es bei allen Tieren ist, das Fleisch, wenn es ein bisschen reifen kann, wird es mürber. Mhm. So, und dann gibt es ja ein paar Methoden, dass die Leute diese Enten oder ganz in den Ofen einschieben, auf 200 Grad aufdrehen und dann spritzt natürlich dieses Fett raus und dieses Fett kannst du nicht mehr essen. Das ist ja für den Körper, das schleudert er nur ins Depot rein. Ja. Also gehst du gefühlvoll rein, nimmst da Reindl, tust ein bisschen Flüssigkeit rein, legst die Enten oder die Gans rein und lass es bei 130 Grad, also die Gans würde jetzt 2,5 Stunden drin lassen und die Enten vielleicht 1,5 Stunden drin lassen. Ja. Dann nehme ich die Enten raus
Und dann kannst du diesen Fond, aus diesem Fond, der ja kaum Fett drauf hat, weil dieses Fett ja nicht rausgegangen ist, kannst du eine wunderbare Soße machen. Du nimmst ein bisschen Puderzucker, lass ihn ankaramellisieren, dass der Tomatenmark nicht schwitzt, ist ein bisschen anleicht, das bräunen, du hast mit Rotwein ablöschen, lässt den Alkohol raus, nimmst den Saft, gehst das rein, nimmst die Anten oder die Gans, legst es auf ein Gitter in den Ofen rein, schaltest den jetzt ein bisschen auf vielleicht 180 Grad und damit bräunt die rundherum und aus dem Saft, der aus der Anten rausgegangen ist, kann ich nebenbei eine wunderschöne Soße machen, weil das Interessante an der Gans und an der Anten ist ja immer die Soße. Und wenn du da 25 Nadel vor dir hast und keinen Tropfen Soße mehr, dann hast du narrisch. Du hast mich jetzt so wirklich motiviert. Also ich glaube, nach dem Rezept, ich habe das total alles verstanden. Also das ist mir klar. Meine nächste Gans mache ich jetzt an Weihnachten. Hallo? Ja, hallo. Nebenbei. Aber ich rufe dich dann noch ja, klar. Wie bist du denn zum Kochen gekommen? Das ist einmal spannend. Wie, bist ja, du, wie warst du? Du warst der Fernmeldetechniker erst einmal. Ja, das habe ich. Da war ich von den Blinden der Blindeste. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich was anfange, dann mache ich es zu Ende. Also habe ich diese. Hast du es gelernt? Ja, 3,5 Jahre. Zack, dann habe ich aufgehört. Und am selben Sekunden, wie die Prüfung bestanden habe, habe ich ja nichts mehr gewusst. Weil ich habe das alles auswendig gelernt. Ich denke, das kann es nicht sein. Ein Beruf, wo ich mir alles erlernen muss und es bleibt nichts hängen. Dann bin ich auf die Hotelfachschule gegangen, dann war ich da in Bad Reichenhall. Dann habe ich mir gedacht, Koch oder gehst in Service. Dann habe ich mir die Schwierigere ausgesucht. Dann war ich jetzt erst in Salzburg, dann bin ich nach Genf gegangen, nach Paris, nach London. Dann war ich in München, da habe ich dann auch beim Gerd gearbeitet. Und beim Witzigmann was? Beim Witzigmann, ja, das war bei mir der Schlüssel. Ja. Ja, und zwar, der hat die hochgeholt, oder? Naja, ich wollte beim Witzigmann arbeiten, war da auch 10 Mal beim Essen dort. Dann habe ich mir gedacht, dann machst du jetzt ein bisschen gut weder, dass der Kellner sogar, der schon wieder draußen. Ja. Aber es war nicht so einfach, glaube ich. Dann bin ich raus beim Deal, habe hinten gewartet, bis er rauskommt. Dann bin ich 35 Mal gefragt, ob ich bei ihm arbeiten dürfte. Umsonst. Ja. Um 35 Mal hat er nein gesagt. Ja. Und jeder Normale, der einen Funken Hirn hat, der hat beim 5. Mal gesagt, weißt du was, steig mir einen Buckel auf, den frage ich doch gar nicht mehr. Aber ich hab gewusst, das ist der Schlüssel. Wenn ich dort reinkomme, und hat er immer gesagt, schau her, ich habe 500 Bewerbungen und ich kann nur 10 Köche nehmen. Ja. Dann habe ich gedacht, der Kruzi 5, halt, dann presst mich halt noch nicht, damals war ich noch schlanker, da wäre er irgendwo Platz haben da drin. Nein, das wollte er nicht. Und dann ist mir ein Kellner ausgefallen beim Fußballspielen, dann hat er mich gefragt, ich war schon wieder hinten gewartet, am Deal natürlich, ob ich Fußball spielen kann. Dann habe ich gedacht, selbstverständlich, wenn ich es auch nicht kennen hätte, hätte ich auch ja gesagt, ich kann mitgehen. Und dann war ich noch in der gegnerischen Mannschaft da und er hat verloren. Oh. Dann habe ich gedacht, jetzt ist es ganz aus. Gell? Ja. Und dann hat er sich bei dir umgedreht und hat gesagt, morgen um 9 bist du da. Ja, schön. Und so. Wie war das dann? Ich meine, von dem hast du ja viel gelernt. Auch, ja, aber da, sagen wir mal, da hast du gemerkt, dieser respektvolle Umgang. Also wenn man Witzigmann anschaut, wie der die Produkte berührt, dann weißt du, also du siehst eigentlich beim Koch nach einer Minute, ob er ein Ästhet ist, oder ob ein Wulzhau ist. An was siehst du das? Ja, wie er das Fleisch anlangt, wie er mit dem Produkt umgeht, das Rohprodukt, wie er es abkocht, wie er es macht, wie er es dann herricht. Ein schönes Teller anzurichten, das kann jeder. Ja. Aber das Produkt vorher, wenn das Fleisch noch da liegt, dass es mit der richtigen Temperatur anbratzt, dass es ganz langsam schmort oder dass du mit dem Gemüse richtig umgehst oder mit dem Salat oder mit dem Salatdressing oder was auch immer. Und das Gefühl, das habe ich dort zum Beispiel, das hat er bei mir geweckt. Und dann, wenn er was gemacht hat, dann habe ich mir gedacht, das habe ich jetzt kapiert. Dann habe ich zum anderen gesagt, hast du das kapiert? Und er sagt, nein. Dann habe ich gedacht, aha. So blöd bist du dann gar nicht, dann scheinst du da doch ein Talent zu haben. Ja? Und dann war mir klar, das kannst du nicht nachmachen, was er macht. Also musst du versuchen, wenn, dann machst du es regional. Und so habe ich dann als erster in der regionalen Küche, also in der bayerischen Küche, von Michelin einen Stern bekommen. Und das war für uns vor 27, 28 Jahren, das war eine tolle Auszeichnung. Ja? Aber zurückführend war das, weil ich die Möglichkeit hatte. War das in Waging noch gewesen? Das war in Waging, ja. Und ich war dann auch beim Heinz drüben, also ich war dann im Tantris, da war dann, ja genau, und dann war ich beim Ecke, aber gearbeitet habe ich beim Ecke und bin mit beide sehr gut ausgekommen. Und dann sind die zum Kochen gefahren, du weißt, die Großen dieser Welt, 3 Sterne. Ja. Also der Wodatz hat es organisiert, der Ecke war dabei, der Heinz war dabei, jetzt haben sie einen Deppen gebracht, der das Dessert macht. Ja, habe so. Ich gemeldet, kennt habe ich kein Mensch, aber so bist du dann auch bekannt worden, weil der Gast, dem war es ja das vollkommen wurscht, ob ich das Dessert mache oder einen Hauptgang mache, weil die Frauen fliegen ja sowieso besser aufs Dessert ab. Und so hatte ich die Möglichkeit, mich da einzujustieren und habe halt da richtig Gas gegeben. Und dann war das eine ganz andere, sagen wir mal, ganz andere Harmonie. Und wenn du mal in dieser Liga mitarbeiten darfst, dann weißt dann du. Du nicht mehr zurück. Nein, da wirst du nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Ja. Und deswegen, wenn du halt ein Butterbrot machst oder ein Tomatenbrot, dann machst ist es nicht anders. Ja, aber nicht, da brauchst du nicht 3 Stunden zum Garnieren. Ja, ja. Aber dann ist es auch so, dass du das einfach
entweder machst du das gescheit oder lass bleiben. Und ich mag die Leute, die so neu fressen und neu wirken und dann Hamburg und dann Ding neu schieben und sagen, der Bauch ist voll. So ein Ranzen, dann sagen sie, haben Stoffwechselstörungen. Ja, das, da kann der Körper den Stoffwechsel nicht anschmeißen. Ja, da muss ich ein bisschen diszipliniert mit meinem Körper gehen. Und wenn ich schon sehe, dass die ihren eigenen Körper, dem sie Energie abverlangen, einen Dreck zum Essen geben, dann brauchen sie es aber nicht wundern, wenn sie keine Leistung bringen. Klar. Fürs Auto. Also nichts gegen Audi, ja. Fürs Auto, wenn jetzt der Liter Öl 23 Euro kostet, ist kein Problem. Aber daheim haben sie dann einen Liter Olivenöl stehen um 97 Cent und beim Hinschauen kriegst du schon Wimmerl. Das kann nicht funktionieren. Ja. Und Benzin kann kosten, was es will. Der Kundendienst beim Auto aufleuchten, schon sind sie in der Werkstatt. Der eigene Kundendienst, da machen sie nichts dafür. Und das muss man sich wertig sein. Und wenn man in die Jahreszeit reinschaut, da brauchst du nicht viel Geld. Eine Kartoffel ist ein wunderbares Grundprodukt, das hat das Vitamin B1, das hat B6, das hat Mineralstoffe, das hat das Vitamin C. Und wenn du den Kartoffeln nicht mit 5 Liter Öl übergierst, dann ist er das Gesündeste, was du essen kannst. Absolut, absolut. Du betonst immer wieder, wenn man dich sieht, wenn man in deinen Restaurants ist, wenn man in deinen Läden ist, wenn man im Palazzo ist, du betonst immer wieder, wie wichtig es ist, Genuss zu haben. Ja, also das Genuss ist ja etwas ganz Schönes. Ja. Du nimmst dir ja viel Zeit, hast ja gerade super beschrieben, aber du möchtest, dass deine Gäste Genuss haben. Wie beschreibst du Genuss à la Schubeck? Was ist für dich Genuss? Also sagen wir mal so, die wenigsten Menschen trauen sich, diese Klappe aufzumachen, dieses eigene Türchen zuzulassen. Ja. Wir lassen nichts zu. Also mir ist vielleicht übertrieben, weil ich lasse natürlich zu, weil das Leben lehrt dich auch. Ja. Aber warum nicht ein bisschen aufmachen? Ja. Warum nicht einmal ein bisschen nett sein und dem Gegenüber auch einmal sagen, dass er ein netter Kerl ist oder dass du ihn magst und nicht, dass du sagst, naja gut, also ich sag dir schon, was lang geht. Ja. Damit erreichst du im Leben nichts. Du bist nur gemeinsam stark. Das, was Gewürze zusammen können, das können Menschen auch. Und wenn der eine da stärker ist und da schwächer, dann nimmt man den anderen mit, dann baut man ihn auf, weil jeder Mensch hat ein Talent. Und dieses Talent zu wecken, kann man nur mit Mut wecken, aber nicht mit Erniedrigung. Mhm. Damit wecke ich kein Talent. Denn Liebe und Hass liegt auch bei einer Freundschaft, auch wenn sie unterschrieben ist am Standesamt, liegt sie sehr nah zusammen. Mhm. Und deswegen ist die Motivation, wenn wir jetzt da bei Motivation sind, ganz was Wichtiges, ohne dass man es einem wissen lässt. Mhm. Auf was, wenn du jetzt so dein Leben mehr anschaust, auf was bist du besonders stolz, Alfons? Also es gibt einen Spruch, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Genau. Und ich bin eine Kampfmaschine. Ja. Ich bin so wie ein Gladiator. Mich kannst du überall hinstellen, ich fräse ein wie ein Irrer, dann brauchst du 3 Caterpillar, die hinten nachschirmen, das, was ich aufgerissen habe. Ob es dann immer richtig ist, ist was anderes. Aber ich freue mich, dass ich kämpfen kann. Also Kampf ist ja ein Schmarrn. Also man kann auch fair kämpfen kann. Und mir macht es richtig Spaß. Und ich mache alles, was unangenehm ist, mache ich zwischen 8 und 12 Uhr Mittag. Also für 8 in der Früh, da haue ich alles, was Negatives weg, weil da hast du die meiste Energie. Mhm. Aber Nachmittag mag ich den Schmarrn gar nicht mehr wissen, weil ich möchte dieses Negative nicht in den Abend mit hineinschwingen lassen. Sondern da hat man 3-4 Stunden am Tag, da erledigst du das, was du glaubst, das ist ein bisschen schwierig, haus weg. Und dann nimmst du diese Energie, dieses Positive, was ich sowieso bin, ja, nimmst du mit, und deswegen kann ich aber nicht verstehen, wenn er sagt, du musst positiv denken. Du, es gibt nur den Blick nach vorne. Hinten war er gestern schon. Was will ich denn hinten? Was will ich hinten? Wenn ich das Auto am Baum hinfahre, auch wenn es ein Audi ist, ist er hin. Dann überlege ich mir, wo ist der Special Service von Audi, der mir ein neues Auto bringt, dass ich weiterfahren kann. Aber doch nicht, warum die scheiß Kisten kaputt sind. Dann ist sie heute hin, habe ich heute einen Fahrfehler gemacht. Wenn du so jetzt einfach mal so nach vorne schaust, Was kommen da für Bilder? Ich meine, du bist, also das muss man einfach mal sagen, du machst eine super Kochsendung, du bist meines Erachtens die Nummer 1, was Kochsendungen ist, weil du eben einfach die Menschen erreichst, weil du, ich schaue dir auch gern, weil ich einfach sage, du machst das so nett, du bist einfach, denkt jeder Mensch, das ist mein alter Spezi oder so. Ja? Aber wenn du jetzt mal nach vorne schaust, ich meine, du hast jetzt schon ein Imperium aufgebaut, du bist an der Spitze, du hast tolle Leute, du hast tolle Sekretariat, du hast Leute, auf die kannst du dich verlassen. Aber trotzdem ist es Schubeck, bist halt du. Das ist halt der Alfred Schubeck, du stehst für das ganze Grad. Und du gibst weiter Gas und wo schaust du denn da hin? Was werden da noch kommen? Ich meine, machst du da noch irgendwo jetzt eine Linie auf, dass du sagst, Schubecks Gewürze gingen jetzt um die Welt, also das ist ja ein riesiger Mann. So weit ging es nicht. Nicht so weit. Aber ich gebe jetzt schon einmal Gas, aber ich habe das, sagen wir mal, ich habe das nicht herausgefordert. Ich habe was gemacht, wo ich Freude habe, und da merke ich, dass da auf einmal sich ein Weg öffnet. Mhm.
Und wenn ich jetzt mit Krampf was erreichen will, dann lernst du auch die falschen Leute kennen. Ja. Also es ist ja immer so, es gibt ja Menschen, die ziehen negative Typen an. Mhm. Deswegen musst du dich geistig immer mit so einem Dampfstrahler lösen von diesen Hans Wurschten da. Oder es muss also eine Jalousie runtergehen. Ja, weil, das, weil sonst packst du das nicht. Weil du kannst nicht nur negative Felder um dich herum. Du hast ja viele Ohrenbläser um dich rum. Ja, also die Dampfblader, die brauche ich alle nicht mehr. Ja, sondern aber das fällt mir auf, das fällt mir bei dir. Du bist irgendwo, du lässt es jetzt auf dich zukommen. Ich glaube, du hast so eine Maschinerie, du bist ein Marketing-Genie. Das muss Nein, das bist du. Nein, nein, das, aber mit anderen Worten, das, es kommt ja so viel auf dich zu. Und ich glaube, da bist du jetzt in so einem Stadium, wo du sagst, das lass jetzt mal auf mich zukommen und du musst nicht, du kannst. Ja, aber die richtige Zeit zu erwischen, dass du sagst, das mache ich jetzt oder das mache ich nicht, das ist ja mit Gewürze auch so. Ich bin der Erste in Deutschland, der überhaupt einen Gewürzladen gemacht hat. Mhm. Meinst du, dass ich jemals daran gedacht hätte, dass ich mal einen Gewürzladen habe? Ja, das brauchst du wirklich nicht glauben. Aber der Lohn war leer, dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt schade, wenn der leer steht. Ja. Und dann habe ich gedacht, und direkt ist er neben dem Restaurant, was fällt denn da ein? Ja. Und da ich mit Gewürze immer schon ein bisschen gesponnen habe, aber ich habe mir einfach das zugetraut. Ja. Und ich bin einer, der sich manchmal zu viel zutraut, aber du weißt ja, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das und da ist es genauso. Und letztendlich sind wir dann alle gewachsen. Also die Gewürze, das mache ich natürlich allein, aber mir macht das einen Riesenspaß. Und ich habe jetzt eigens einen Arzt bei mir angestellt, seit einem Jahr schon, der nichts anderes macht, als alle wissenschaftlichen Arbeiten zu suchen, die es weltweit über Gewürze gibt in der Kombination. Mhm. Und das ist für mich hochinteressant. Mhm. Und deswegen kann ich auch manchmal so ein bisschen frech sein, weil ich da hinten abdeckelt bin. Aber ich mir jetzt eigentlich so machen, dass ich den Leuten sage, schau her, wenn sie richtig würzt, das ist wie im Leben, dann kommt auch was raus dabei. Und ihr kennt das, ihr bringt das hin. Ihr müsst euch nur ein bisschen trauen. Und wenn du ein bisschen weniger hingibst, dann gib halt ein bisschen mehr hin. Aber wenn du zu viel reinhaust und es ist zu scharf, dann hast du einen Fehler gemacht, dann musst du wieder von vorne anfangen. Mhm. Und im Leben ist nicht viel anders. Jeder kann sich mal verhauen und jeder kann sich mal verfahren. Mhm. Aber wieder zurückzukommen auf die Spur und wieder richtig Gas zu geben, das ist doch auch was Schönes. Es gibt ja kaum was Schlechtes, wo auch nicht was Schönes dabei ist. Ja, und wenn es dich mal richtig gefroren hat, wie schön ist es, wenn es wieder warm ist? Ja, absolut. Oder wenn es dann Hunger, wenn es am Berg und bist, dann putzt den Apfel zusammen mit Haut und Haar, den Stingel ist auch noch mit. Also denkst du, und wenn es unten ist, sag mal, spinne ich eigentlich? Ja. Dann nagelst du ein bisschen am Apfel rum, dann spreizt den Finger weg und sagst, tu ihn weg oder so. Ja. Ja. Also dieses Erdige, und meine Mutter darf mir heute noch eine schmieren, wenn ich mich da so aufführen darf, sagen, du, auf was putzt denn du überhaupt was ein? Mhm. Also es gibt doch auf jedem Stockwerk des Lebens gibt es Menschen, die dort zu Hause sind, die sich dort benehmen können, die wissen, wie es geht. Und wenn ich nicht mit dem Lift darauf fahre, sondern jeden Stockwerk des Lebens zu Fuß gehe und mich settle und was dazulernen kann, dann macht das Riesenspaß. Mhm. Und mir macht das Leben jetzt am meisten Spaß, weil ich jeden Tag was dazulernen kann, was ich immer eigentlich schon ein bisschen wollte. Das Einzige, was ich nicht habe, ich habe ein bisschen zu wenig Zeit zu diesen Dingen, die mir wahnsinnig Spaß machen. Aber der Betrieb muss sauber geführt werden, der muss anständig geführt werden. Ich muss meine Leute in jeder Abteilung gut motivieren und ich muss schauen, dass ich immer gute Leute finde und die einfach anständig behandelt. Du hast ja einen unglaublichen Namen gemacht. Schubeck steht einfach für Bayern, Schubeck steht für München, Schubeck steht für Qualität. Wenn du mal so dir so ein Stündel einmal von deinen 19 Stunden wegklaust und du kochst einmal für dich selber, was kochst du denn da? Ja, das ist aber diese Frage, was ist am liebsten? Also Spiegelei oder was? Ja, die mag ich auch gern. Magst du auch gern? Ich esse seit 3 Jahren jeden Tag 3 Eier in der Früh. Ja. Also meine Cholesterinwerte waren nie so gut, wie sie jetzt sind. Lauter Schmarrn. Das ist wie mit dem Spinat, der Krampf, so ist es da auch. Alles, was die Natur gibt, ist gesund. Und das Ei ist das einzige Lebensmittel auf der Welt, das alle 20 Aminosäuren im hochwertigsten Stadium hat. Und wenn man jetzt von HDL und LDL, also von positiv und negativ spricht, was ja, du brauchst ja beides, dann ist das Lecithin im Eigelb, packt dieses Negative und dann ist das alles wieder gesund. Du musst es nicht scheren, sondern du musst nur wissen, dass es auch Energie bringt und der Körper packt es dann auch anders an. Und was kochst du jetzt, wenn du eine Stunde Zeit hast? Ja, meistens ist ich Wiener Würstel. Das mag ich ganz gern. So gute Wiener Würstel, das mag ich ganz gern. Und bei den Weißwürsteln mache ich es immer so, ich esse nie mehr wie 2, weil wenn ich 3 oder 4 esse, da isst man sich ab. Nein, das mag ich nicht mehr. Also ich möchte den Gusto eigentlich immer zu allem im Leben erhalten. Alfons, du warst halt so super. Ich denke, das geht erst los. Nein, jetzt sind wir schon fertig. Herzlichen Dank, das war super. Vielen Dank. Alfons, liebe Zuschauer, das war's schon wieder, diesmal mit Dr. Alfons Schubeck. Du warst ja fast wie ein Doktor. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, dann wieder bei der Hypovereinsbank Motivation Deutschland. Guten Abend. Vielen Dank.
persönlich kompetent und innovativ. Hypo Vereinsbank.